Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wir waren hier auf der Suche nach dem Airdrop und haben den irgendwie nicht gefunden. Ich werde mich hier noch ein bisschen umgucken, ob ich ihn doch noch entdecke. Und dann geht's ab nach Hause. Weil wir sowieso schon vollgeladen sind, aber ich sag mal so, die Sachen, die man in dem Airdrop findet, die kann man durch andere Sachen im Rucksack bestimmt austauschen. Weil die teilweise sehr nice sind. Damals hatten die Waffen einen Wert, glaube ich, immer von 600. Das war das Höchste. Und ich habe in so einem Airdrop mal ein 600er Snipergewehr gefunden. Das war natürlich super. So, gucken wir doch mal hier bei den Bergen nochmal. Vielleicht ist er ja irgendwo oben auf den Berg geflogen. Oder vielleicht gar hier in die Mitte rollen. Tja, leider nicht. So, jetzt gehe ich hier mal hoch. Vielleicht sehe ich ja von oben was. Das müsste er sein. Ja, genau das ist er. Wunderschön. Wir haben ihn gefunden. Kicken wir noch mal, was da drin ist. Ich wusste es. Antibiotika. Oh, und das Crossbow Schematic. Das heißt, wir können den jetzt auch bauen. Das ist sehr schön. Das werden wir doch gleich erstmal lesen. So, noch weitere 762 Muni. Und wir haben ein Antibiotika. Juhu. Zwar zu spät, aber was soll's. Immerhin. Sind wir drei überall. Ach so, weil die Muni auch voll ist. Eieiei. Was machen wir nun? Drei überladen ist mir ehrlich gesagt echt zu viel. Obwohl eigentlich. Egal. Wir sind recht gut bewaffnet. Ah, jetzt mit dem Jagdgewehr wird das natürlich auch interessant. Also, wenn jetzt mal ein Bär kommt, dann gönne ich mir den wahrscheinlich, denn der bringt natürlich am allermeisten Fleisch und Leder. Dem gleich mit dem Jagdgewehr in gehockter Position einen Kopfschuss reinhämmert, der gleich doppelten Schaden macht. Dann braucht er danach nicht so viele Schüsse. Also mittlerweile haben wir auch echt guten Federstack, ne? 234 Stück schon.
Oh, hier bin ich wohl schon mal lang gelaufen. Eine doppelte Nitrat war das, ne? Das nehme ich jetzt zwar nicht mit, aber die markiere ich mir doch auch mal, weil es eine doppelte ist. Ja, das ist das vor. Na, neue Sleeper. Hey, wie geil. Hier habe ich sogar ein Zelt vergessen. Und da ist natürlich auch noch ein Sleeper drin. Ey. Eieiei. Blind sich vor mir. Deppert. So, einer ist hier hingegangen. Ist er noch da? Nö. Boah, ey. Da unten drunter. Doch, eine Hand. So, hier im Grill haben wir unseren Scheiß platziert. So, Fleisch haben wir einen Stack. Knochen haben wir einen Stack. So, warte mal. Zerlegen. Zerlegen. Leder haben wir. Fett haben wir auch schon. Naja. Wir sind ja fast zu Hause. Ich finde das mit dem neuen Überladungssystem eigentlich ziemlich geil. Weil man dadurch, wenn man möchte, halt mehr mitnehmen kann und dann eben aber das Risiko eingeht, dass man nicht mehr so gut flüchten kann. Yeah.
So, bei der Tankstelle habe ich immer ein bisschen Angst. Da ist ja der Hund drin. Den müssen wir irgendwann mal vornehmen. Home sweet home. So, da habe ich ja Forge. Ist da noch was zum Schmelzen? Nö. So, da haben wir die nächste Armbrust. Noch ein Schraubenschlüssel. Bis wir meine gehen, lassen wir die erstmal da. Sehr gut, Antibiotika auf Tasche zu haben. Sehr, sehr gut. Warte mal. Wir machen das so. Nehmen nur ein bisschen mit. Knochen. Dann nehmen wir auch nicht alle mit. Dann steckt sich das da nämlich wieder drauf. Ah, komm hier, das wird reichen. So, was haben wir im Moment an? Ja, für das Gebiet glaube ich ganz gut. Da würde ich auch mal vorschlagen. Ich schmelze mal hier nochmal Blei und Messing rein. So, gehen wir hier nochmal looten. Und zwar, ich wollte ja sowieso diese ganze Ecke hier hinten mal abschließen. Der ist zu heiß. Glaube ich schon. Ja.
Oh Gott. Ja, die immer schön. One hit. Und den kriege ich sogar auch noch wieder. Sehr schön. Irgendwas hinter? Oh ja. Da hätte ich mir mal meine Pike mitgenommen. Irgendwas hinter. Außen. Das ist so ein Rocker, oder? Oh ja, tatsächlich. Eieiei, scheiße. Oh mein Gott, ey. Ich geh doch nicht immer daneben, du Scheißfeige. Was? Ich drücke jedes Mal rechte Maustaste vorher, aber ey, manchmal visiert er an und manchmal nicht. Oh, oh, die Nacht bricht gleich rein. Wir werden dann auf jeden Fall in der Nacht Mining gehen. Oh, legen wir erstmal kurz ab hier. Vier Schraubenfedern. Na, ich wüsste ja zu gerne mal, das muss ich mal ausprobieren. Habe ich das schon ausprobiert? Wenn da die Taschenlampe noch drauf machen kann.
scheint irgendwie nicht mehr so einfach zu gehen. Vier Reparaturkits. Pike. Mal ein paar Fackeln machen. So, wir haben ja noch 3 Punkte. Wo vergeben wir die mal am besten? Pummelpiet war eigentlich immer ganz gut. Das war, glaube ich, das hier mit, ne? Dass man weniger verbraucht. Ja, Melee's Tool Stamina. Ja, ich kann mich hier irgendwie nicht entscheiden. Er scheint irgendwie alles mit den Stun-Battens nur zu tun zu haben. Nö. Bicycle Mechanic. Wir wollen ja uns irgendwann auch mal ein bisschen schneller fortbewegen. Ich würde sagen, den nehme ich doch mal. Geilere Sachen kochen wäre auch nicht schlecht. Dann brauchen wir Level 3. Hier gibt es dann auf jeden Fall schon Meat Stew. Steak Potatoes. Ja. So, haben wir unsere Punkte weg. Aha, angeblich ist die Tischsäge nur zum Dekorieren der Basis. Also rein theoretisch erstmal unwichtig. Wir haben ja noch nicht mal eine. So, ich gönne mir ein Mineralwasser. Und ein bisschen was kochen wäre nicht schlecht. Ich brauche zwar jetzt noch nicht direkt was. Speck mit Eiern, 6 Stück. So.
pirschen wir uns mal rüber. Da sind wir in der Mine. So, den müssen wir jetzt erstmal irgendwie ausleuchten. So, wo machen wir denn mal eine Fackel hin? Wie wär's da oben? Ja, das ist das ganze Eis. Das wäre natürlich auch scheiße. Denn da rein? Da bauen wir einen Klotz rein. Der hier liegt bei der Ordnung. Ist sie schon kaputt? Oh, hier gibt es aber jede Menge Eisen noch. Das ist sehr schön, sehr schön. Der macht den Block hier noch mit. Ja, und das wäre dann auch das Ende der Folge. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.